by my face. Hey, don't got time to waste. Yeah, I don't need permission, I'ma do it all today. Yeah, they just can't believe it, man. That's all they gonna say. See these plays up on my Spotify, that's money in the bank up by my face. Willkommen zu einem neuen Video aus meiner Wettkampfvorbereitung. Heute seht ihr ein Full Day of Eating. Also alles das, was ich den ganzen Tag so überesse, um am Ende des Tages auf 5% Körperfettanteil zu kommen und meine absolute Bestform zu erreichen. Zum Start des Tages gibt es erstmal einen kleinen Kaffee, nicht nur um wach zu werden, sondern gerade in der Diät bist du meistens so ein bisschen erschöpfter und da kann natürlich Koffein helfen, den Kalorienverbrauch so ein bisschen zu erhöhen, indem du halt einfach so ein bisschen mehr rumzappelst, also im Prinzip den Need erhöhst, ein bisschen aktiver bist, vielleicht einfach den ein oder anderen Schritt mehr machst und dementsprechend gibt es bei mir jeden Morgen ein bisschen Kaffee plus, merkt euch, die Halbwertzeit von Koffein beträgt 4 Stunden und dementsprechend brauchen wir keine Angst haben, wenn wir am Morgen ordentlich Koffein ballern, dass wir am Abend dann nicht mehr schlafen, außer du übertreibst es komplett, aber dann hast du es halt einfach übertrieben. Und es gibt auch noch 45 Gramm Whey Isolat, um die Proteinsynthese direkt mal am Morgen maximal zu stimulieren. Das Ganze hat er ca. 160 Kalorien, also nichts Wildes. Wir haben aber schon mal eine Proteinmahlzeit drin, wir haben genug Flüssigkeit drin und ich gehe jetzt erstmal ein bisschen arbeiten und das hält mich meistens auch so 2-3 Stunden auf jeden Fall satt. Ich habe am Morgen eh nicht so viel Hunger, habe mir das so ein bisschen abtrainiert und dementsprechend reicht es vollkommen für den Start in den Tag. Jetzt gibt es aber erstmal eine kleine Posing-Session, denn ich habe mir vorgenommen, in dieser Wettkampfdiät jeden Tag mindestens einmal zu posen. Ich habe in den letzten Wettkampfdiäten, da bin ich super ehrlich zu euch, mein Posing nicht zu 100% ernst genommen. Und das hat man vielleicht manchmal auf der Bühne gesehen und genau das werden wir dieses Jahr anders machen. Ich werde dahingehend auch wirklich die Stellschraube bis zum Anschlag drehen, um auch dahingehend das Beste aus mir rauszuholen. Training und Ernährung habe ich voll im Griff, würde ich einfach mal behaupten. Aber das Posing, da können wir auf jeden Fall noch deutliche Verbesserungen erzielen und deswegen jeden Tag ein bisschen posen. Boah, ich bin voll am Ölen, ey. Kann man das sehen eigentlich auf der Cam? Nicht so, ne? Es geht, nicht wirklich. Also Posing macht auf jeden Fall warm und verbrennt die eine oder andere Kalorie. Und das kommt mir gerade in der Diät doch recht gelegen. In den letzten Wochen war es mir tendenziell aber fast schon zu heiß für die Posing-Sessions. Da musste ich auf jeden Fall direkt duschen. Danach ging gar nichts mehr. Wir haben uns, by the way, auch vor ein paar Wochen ein Klimagerät gekauft. Filmen wir es mal. Ist keine Werbung. Der Teil macht gut kalt, aber ist auch super laut. Also damit kann man jetzt nicht irgendwie schlafen. Falls ihr euch eventuell für die nächsten Wochen so ein mobiles Klimagerät geholt habt, dann würde ich sagen, kühlt damit das Zimmer vor oder so, ne? Und dann könnt ihr schlafen, aber für den Dauerbetrieb ein bisschen zu laut. 13.000 BTU hat das Ding, ne? Mhm. Hat auch nicht so viel gekostet. Ihr habt ja gerade die Marke gesehen, deswegen könnt ihr es googeln, falls es euch interessiert. Keine Werbung natürlich. Das Frühstück wird heute präsentiert von bei Leni. Ja. Also ja. Du bist echt eine große Hilfe, denn genau, ich du machst sagen, mir jeden Morgen mein Frühstück. Was würdest du ohne mich machen? Hungern vielleicht. Wahrscheinlich kein Frühstück essen. So, was gibt's denn am Morgen? Schnitzel? Nein, es gibt keinen Schnitzel, es gibt einen proteinreichen Apfelzimt-Porridge. Boah, ne. Wie ne? Lieber Schnitzel. Also dafür bin ich das Rezept nicht qualifiziert. Raus. Das Rezept, ihr braucht dafür einfach nur 30 Gramm Haferflocken. Da kommt dann einmal Wasser drüber, sodass die Haferflocken bedeckt sind. Eine Prise Salz hinein, denn süß und salzig, beste. Die Haferflocken kommen dann einmal in die Mikrowelle für 2 Minuten. Den Apfel müsst ihr dann einfach nur in kleine Stückchen schneiden, mit Zimt überdecken und dann nochmal kurz in die Mikrowelle. Und dann ist das Ganze schon fertig und ihr müsst eigentlich nur noch Proteinpulver reinrühren. Super schnell und super einfach. Und that's it? Das ist es schon. Bitte schön, Dave. Danke, meine Liebe. Das duftet ja wie an Weihnachten. Wundervoll, ne? Das schmeckt echt ganz gut. Könnt ihr mal nachkochen, nachbacken. Ist das eigentlich schon backen? Geil, du bist ja die Expertin. Ja. Zählt das schon zu backen? Nee. Also braten ist es auf jeden Fall nicht. Nee, das stimmt. Frittieren auch nicht. Deswegen nee. Muss es entweder kochen oder ja. backen. Okay. Wie dem auch sei, Freunde. Das Ganze hat 360 Kalorien, 40 Gramm Eiweiß, 40 Gramm Kohlenhydrate und nur 4 Gramm Fett. Und eignet sich dementsprechend sehr gut als Pre-Workout-Mahlzeit. Genau dafür verwenden wir das Ganze auch. Also ich gehe gleich ins Gym. Ihr wisst es, Pre-Workout immer ein paar Kohlenhydrate essen. Genug Eiweiß ist auch drin, um die Proteinsynthese maximal zu stimulieren. Und wir haben schon mal ein bisschen Mikronährstoffe auch mit dabei. Also Leni, das ist doch, würde ich sagen, nicht nur ästhetisch, sondern auch funktionell. Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Gönn dir. Willkommen zu meinem Rücken-Bizeps-Schulter-Training. Heute wollte ich das Thema Ansteuerung bzw. Mind-Muscle-Connection mit euch besprechen. Warum ist das Ganze so wichtig? Nun, Volumen ist nicht das, was du machst, sondern das, was im Muskel ankommt. Also wenn du 10 Sätze ausführst, aber 20% weniger eben im Muskel ankommen, dann hast du auch natürlich 20% weniger Volumen absolviert. Plus, die richtige Ansteuerung hilft dir dabei, die perfekte Technik für dich zu finden, da gewisse Feinheiten visuell kaum sichtbar sind. Bestes Beispiel beim rumänischen Kreuzheben: Wenn dein Rücken ganz leicht gebeugt wird während der Übung, dann wird man das auf der Kamera kaum sehen können. Du wirst aber Spannung im Beuger verlieren und das kannst du spüren. Und deswegen gibt es heute den ein oder anderen Mind-Muscle-Connection-Tipp. Die erste Übung des Tages ist 4 Sätze Bros Bros und hier kann man, glaube ich, sehr gut erkennen, dass ich den ersten Tipp spüre, die maximale Dehnung sehr gut beherzige. Also ganz egal, welchen Muskel du schlussendlich trainieren möchtest, sorge bewusst für eine maximale Dehnung der Zielmuskulatur. Nächste Übung, 3 Sätze breite Klimmzüge, 12 bis 15 Wiederholungen und auch zum nächsten Tipp, und zwar spüre bewusst die maximale Kontraktion der Zielmuskulatur. Und ich sage immer Zielmuskulatur, weil wenn du jetzt zum Beispiel deine Rhomboiden oder deinen Trapez trainieren möchtest, dann darfst du natürlich nicht unbedingt zwangsweise den Lat maximal dehnen und kontrahieren, sondern die Zielmuskulatur ist in dem Fall natürlich eine andere und dementsprechend sollte dein Fokus auch genau in diese Richtung gehen. Und deswegen würde ich dir empfehlen, ab und zu das Ganze mal trocken zu üben. Also zu schauen, okay, wie muss ich mich eigentlich bewegen, damit ich den Lat maximal gedehnt bekomme und maximal kontrahieren kann. Wenn du das herausfindest, dann bist du auf jeden Fall, was die Ansteuerung angeht, schon mal einen Level weiter. Und weiter geht's auch im Training, und zwar 4 Sätze High Rows für die Rhomboiden und für den Trapez. Und hier kann man ganz klar sagen, dass es sehr, sehr entscheidend ist, dass man wirklich seine Arme als muskellose Haken, sag ich mal, ansieht. Also ich möchte wirklich null Armbeteiligung und konzentriere mich nur auf meinen Ellbogen und versuche eben den Ellbogen so in Position zu bringen, sodass ich genau die Muskeln treffen kann, die ich treffen möchte. Denk oder tu so, als hättest du keinen Bizeps und dann wirst du in der Regel auch besser den Rücken treffen können. Nächste Übung, und zwar unilaterale Überzüge mit einer Lateralflexion, also einarmig und mit dem Versuch, meine Schulter jedes Mal Richtung Hüfte zu bringen. Und das ist für dich wiederum auch ein Tipp, den du beherzigen kannst, und zwar versuch gewisse Übungen einfach einarmig auszuführen. Dadurch musst du dich eben nur auf eine Seite konzentrieren und bei dieser Variation der Überzüge kann man sowieso nicht das Ganze beidarmig ausführen, weil man ja schlecht beide Schultern Richtung Hüfte rotieren kann. Das geht halt immer nur mit einer Schulter. Aber für dich, wenn du Probleme dabei hast, deine Muskeln richtig zu spüren, für eine gute Ansteuerung zu sorgen, dann führe die Übungen einfach einarmig aus. Im Supersatz gab es ein paar Sätze Facepulls, 4 Sätze mit einer guten Außenrotation. Nicht nur, um die Außenrotatoren zu stärken, sondern man kann ja auch sehr gut sehen, die hintere Schulter muss auch ein bisschen mitarbeiten. Plus, gerade fürs Posing, eine gute Außenrotation ist nie verkehrt. Und damit kann man wirklich viele Fliegen mit einer einzigen Klappe praktisch schlagen. Was dir außerdem auch noch dabei helfen kann, gerade bei Isolationsübungen, den Muskel besser zu spüren, schließ deine Augen. Also versuch wirklich nur die Bewegung zu fühlen, die Dehnung, die Kontraktion, wie sich der Muskel zusammenzieht. Und das wiederum kann man meistens einen Ticken besser gefühlt, wenn man die Augen kurz mal schließt. Also man muss sie auch nicht den ganzen Satz über geschlossen halten, sondern einfach ab und zu bei der einen oder anderen Rap einfach mal die Augen schließen, einfach nur mal fühlen, hilft mir ungemein, eine bessere Ansteuerung zu gewährleisten. Und was ich auch super finde, haptisches Feedback, also tipp einfach ein bisschen auf deiner Muskulatur herum, während sie arbeitet. Und so hast du praktisch 3 verschiedene, ich sag mal, Feedbacks. Also zum einen durch die Kontraktion deiner Muskulatur, zum anderen über die Haut, über der Muskulatur und zum anderen über deine Fingerspitzen. Du kannst das Ganze auch in einer abgeschwächten Form anwenden, indem dein Trainingspartner dir einfach auf den Muskel so ein bisschen herumtippt, während du ihn eben kontrahierst. Aber dann hast du vielleicht das ein oder andere Feedback weniger, klappt aber auch bei beidarmigen Übungen sozusagen. Bizeps habe ich 3 Sätze am Kabelturm gemacht, dann 3 Sätze Preacher Curl, also an der Scott Curl Maschine, wie auch immer. Und seitdem in der Form des gestrandeten Broseps gab es natürlich auch 6
Sätze. Zwei Tipps zum Schluss, und zwar nutze Zughilfen, gerade im Rückentraining. Brauchst auch keine Angst haben, dass die Unterarme zu wenig abbekommen. Einfach 2-3 Sätze zur Not isoliert ausführen am Ende des Trainings. Wird dir schlussendlich wahrscheinlich dickere Unterarme bringen. Plus der limitierende Faktor wird beim Rückentraining nicht deine Griffkraft sein, sondern dein Rücken, und du kannst dich noch mehr auf die Zielmuskulatur fokussieren. Und in dem Zusammenhang könntest du sogar den Affengriff verwenden, der meiner Meinung nach sehr gut dafür geeignet ist, um die Armbeteiligung noch mal ein bisschen weiter zu reduzieren. Das war's doch schon mit dem Trainings-Voiceover. Ihr wisst es, falls ihr euer Trainings- oder Ernährungswissen auf das nächste Level bringen wollt, dann holt euch unbedingt die Trainingspedia bzw. Ernährungspedia E-Books. Und jetzt viel Spaß mit dem weiteren Vlog. Und was machst du jetzt hier? Was gibt's da? Ja, also entweder das oder das. Die zwei Sachen. Brokkoli oder Couscous. Couscous. Mhm. Ich glaube, ich bin eher ein bisschen mehr Team Ruhr Couscous. Und wir brauchen auf jeden Fall noch eine Proteinquelle. Fällt gerade alles auseinander. Ich habe mir überlegt, Skyr zu essen. Aber eigentlich will ich auch eine schnelle Proteinquelle nach dem Training. Also trinken wir wieder einen Shake. 200 Gramm davon hat meistens so 5 Gramm Fett, 16 Gramm Kohlenhydrate, genau 8 Gramm Eiweiß. Plus ein Shake. Wie gesagt, ich hätte mir auch ein Skyr gönnen können. Aber die nächste Mahlzeit ist recht nah an dieser dran. Und Post-Workout könnte man immer ein Argument finden, um schnelle Proteine reinzuschieben. Und deswegen kriege ich halt einfach schnell einen Shake. Übrigens, dieses Eis haben wir uns letztens noch geholt. Ich bin in der Wettkampfdiät. Ne, da schaut man, wo man bleibt. Es hat sehr wenig Kalorien, ja, es stimmt. Aber leider schmeckt man auch diese wenigen Kalorien sehr eindeutig in Form von keinem Geschmack. Das war echt nicht so geil, ne? Ja, war nicht so geil. Kann ich nicht empfehlen. Nee. Und es hat so viele Ballaststoffe. Das hat anders viele Ballaststoffe. Freunde, 9 Gramm auf 100. Das heißt, mit einem kleinen Dreisatz und dem Hintergrundwissen, wie viel das wiegt, 250 Gramm, 23 Gramm Ballaststoffe für ein bisschen Eis, für 300 Kalorien Eis. Unglaublich. Das ist wild. Wisst ihr, was ich an so Fertigprodukten meistens nicht so gut finde, wenn man nicht die ganze Packung isst? Das Verhältnis stimmt meistens natürlich nicht. Ne? Also ich esse jetzt 200 Gramm, aber ich kann ja nicht gewährleisten, dass genau so viel prozentual Quinoa, Paprika, Edamame reinkommt, wie auf der ganzen Packung angegeben ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich bin gerade durch Training und so. Und das ist natürlich suboptimal, deswegen kommt da jetzt ein fettes S drauf und du darfst das leider nicht mehr essen. Oh oh. Jetzt meins. Okay. Habe ich jetzt. Ich hatte da aber auch Lust drauf. Prost. Gönn dir. Ex oder Düsseldorf. Das hast du zu spät gesagt. Oh, scheiße. Ja, jetzt musst du es noch machen. Komm. Los. Gönn dir. Damit auch die Gains wirklich gesaved werden. Okay, das war das Stichwort. Schön. Du, aber die Mikrowelle zerstört doch die Mikronährstoffe, oder nicht? Ja, genau deswegen benutzen wir die Mikrowelle ja auch. Okay. Weil in dieser Mahlzeit sind so viele Vitamine drin, ich will auch keine Vitaminvergiftung bekommen. Die Mikrowelle ist safe, Freunde. Dazu haben wir genügend Daten, wie hier hoffentlich dann zu sehen. Werde ich euch dann einblenden, wenn ich es nicht verpeile. Ganz wichtig, benutzt einfach beim Erhitzen nicht so viel Wasser. Denn wenn ihr zu viel Wasser verwendet, dann werdet ihr immer Probleme haben, die Mikronährstoffe in den Lebensmitteln perfekt zu konservieren. Also einfach nicht zu viel Wasser benutzen, nicht zu krass erhitzen und dann habt ihr auch eigentlich keine Probleme. So. Einfacher kann man Gemüse, zumindest natural, nicht machen, glaube ich. Also, das ist definitiv, glaube ich, die einfache Variante. Sein Gemüse verzehrfertig, wow, ist das heiß. So machen. Fehlt Salz. Wie immer. Zeit für die letzte richtige Mahlzeit und damit hätten wir die Proteinsynthese 4-mal maximal stimuliert. Danach gibt es auch noch das ein oder andere Dessert, aber kümmern wir uns erstmal um diese Mahlzeit. Ich gönne mir jetzt erstmal 2 von diesen Tortilla Wraps pro Tipp. Die Dinger sind alle unterschiedlich schwer und ich mache das immer so. Ich nehme die leichtesten 2 und gebe der Lena immer die schwersten. So läuft das bei uns, danke, damit das Ganze auch richtig läuft mit meiner Diät. Ne? Musst du ein bisschen massiger werden, aber das ist ja gar kein Problem. Passt ja gerade so rein bei dir, glaube ich, in die Massephase. Nicht? Ja, darauf kommt dann noch ein bisschen Creme Fraiche, in dem Fall 15%. Creme Fine oder wie auch immer sind 60 Kalorien, wenn du 40 Gramm verwendest. Und ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall, oder? Schmeckt richtig viel gut, besser. Ja. Gibt so eine gewisse Freshness dem Ganzen. Für 60 Kalorien kann man machen. Dann packe ich noch ein bisschen Tartar drauf, 200 Gramm, werde das Ganze mit ein paar Zwiebeln und ein bisschen Knoblauch anbraten, also ein bisschen viel Zwiebeln hier, aber wie dem auch sei. Dann packe ich da noch,
jeweils 50 Gramm Paprika in jeden Wrap rein. Also insgesamt 100 Gramm Paprika, ein bisschen Kopfsalat, wiege ich nicht ab, hat eh keine Kalorien, und ein bisschen Mais. Pro Wrap gönne ich mir, glaube ich, 30 Gramm, also insgesamt 60 Gramm. Plus Jalapenos, auch wieder hier, Pro-Tipp. Ich finde, in der Diät, Mahlzeiten mit Jalapenos sättigen mich gefühlt ein bisschen besser, beziehungsweise befriedigen mich ein bisschen mehr. Keine Ahnung, ob das an der Schärfe liegt, an der Säure. Kann ich euch nur empfehlen, probiert's aus. Es klappt sogar mit süßen Pepperonis auch. Gibt dem Essen so eine weitere Dimension, sagt man so in der Cuisine bei uns. Ah, okay. Bei uns Meisterköchin. Ne? Also 50 Gramm Onkel Bens Reis kommt auch nochmal drauf, also insgesamt 100 Gramm. Mexikanisch, ne? Mexikanisch natürlich, kann man selber machen, würzen. Auf jeden Fall gibt es hier 50 Gramm pro Wrap Mexican Salsa. Mhm. Und damit hätte ich, glaube ich, alles erwähnt, was wir da reinpacken. Genau, einfach nur einen Wrap reintun und rollen. Vorher braten, das ist nicht so kompliziert. Kriegt ihr hin. Als Dessert wird es heute 2 Snickers White geben. Finde ich so von allen Eissorten fast das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was Kalorien und Geschmack angeht. 150 Kalorien hat so ein Teil und schmeckt echt gut. Also da gönne ich mir doch lieber 2 von denen als irgendwie diesen Ballaststoffbomber. Wobei man hier natürlich länger zu essen hat. Aber wenn man länger essen möchte, würde ich fast schon sagen, ja gut, da gibt es sowas wie zum Beispiel Split. Bei den Dreharbeiten wurde kein Gemüse verletzt. Mhm, angeblich. Das ist immer noch heile, ich sehe es ja. Und wir brauchen noch ein bisschen Fette, deswegen gibt es 30 Gramm Cashews. Ich kann dir als Tipp geben, wenn du jetzt nicht mega viel Fett essen musst und auch am Abend dir das eine oder andere vielleicht gönnen möchtest, dann spar dir dein Fett einfach so ein bisschen auf. Und falls du am Ende des Tages zu viele Fettmakros übrig hast, dann kannst du dir einfach ein paar Nüsse gönnen. Beim Fernseher gucken oder was auch immer, kann man easy schnell mal reinsnacken. Und damit war es das eigentlich noch nicht. Und zwar gibt es auch noch ein paar Schnüre von Hitchler. Die Dinger sind echt für eine Diät richtig gut im Vergleich zu anderen Gummibärchen. Denn 30 Gramm davon, würde ich sagen, sind so die Grenze, wo man sagt, man braucht nicht unbedingt noch mehr. Mhm. Also 30 bis maximal 40 Gramm gönne ich mir aktuell öfter. Was auch übrigens sehr, sehr gut ist in der Diät, sind die Chips. Weil die haben so viel Geschmack, die knallen einen komplett weg. Muss man mögen, mag nicht jeder. Aber wenn man den Geschmack mag, dann sind hier auch 30, 40 Gramm absolut ausreichend. Und man sagt danach, man könnte noch die ganze Packung essen, aber man muss es nicht. Und das ist immer sehr, sehr gut. Also ich gucke in der Diät immer darauf, wie lange ich an einem Dessert esse und ob ich danach noch viel mehr davon will. Und wenn ich lange an einem Dessert esse und nicht unbedingt noch mehr davon möchte, dann ist es genau das richtige Dessert für mich in der Diät. Bin übrigens an einem Dessertpedia dran, Freunde, wo ihr dann all diese Hacks wissenschaftlich fundiert, gebündelt bekommt. Link wie immer in der Beschreibung. Pre-Sale startet heute Nacht, 0 Uhr. Erster Wrap, zweiter Wrap. Zum Schluss gibt es noch ein paar Schnüre, 250 Gramm Wassermelone, 2 Snickers White und 30 Gramm Cashews.